Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Vorzene. Och Mann, jetzt bin ich unten, Steffen. Hi übrigens. Ich bin leider oben. Ich wollte unten sein. Ja, ich wollte oben sein. Ja, jetzt müssen wir mit der anderen Fall klarkommen. Und um euch direkt noch, also Leute, tut mir leid, wenn ihr jetzt heute eingeschaltet habt, um einfach nur ein bisschen gute Laune zu bekommen. Ich muss, die kriegt ihr hier nicht. Die kriegt ihr hier nicht, okay? Ich muss eine traurige Geschichte erzählen. Und zwar bin ich vorhin Auto gefahren und dann stand ich an der Autobahnausfahrt und musste warten, dass, naja, es war so Kreuzung und ich musste warten, bis da Autos vorbeigefahren sind und so Autofahren halt brumm. Auf jeden Fall war vor mir ein Auto mit einem Hund hinten drin, naja, was ja schon mal süß ist. Ich so, oh, ein Hundi, und dann steht dieser Hund auf und ich bin so, oh, hallo Hundi, und dann hat dieser Hund so einen Golden Retriever, so einen fetten, was ich vermute, ein Tumor war, unter seinem Hals. Bruder, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gesehen habe. Ich dachte zuerst, dass, also, was heißt, als ich realisiert habe, was es wahrscheinlich ist, weil ich dachte zuerst, oh, das ist aber ein hübsches Halstuch. Alter. Das ist kein Halstuch. Bruder, muss ich los. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und, oh, scheiße, das ist wahrscheinlich ein Tumor. Ja, RIP Hundi an der Stelle. Unangenehm. Ja, unnormal unangenehm. Haben wir gesagt, wir spielen Howie? Ja, haben wir gesagt. Ja, nun Planänderung. Hast du wieder verkackt, ne? Hab ich wieder verkackt. Mi scusi. Mr. Peter. Hab ich lange nicht mehr gesagt, fällt mir gerade auf. Ja. Ja, ich gehe mal Plasma-Laser, ne? Ja, sad story, sorry. Steffen, jetzt brauchen wir wieder was, um die Leute aufzuheitern. Was hast du heute so gemacht? Also ich habe heute auch nur Assis gesehen, also so wirklich. Auch nur. Quasi ja. Wie der Hund. Nur Assis. Nein, im Sinne von traurige oder schlechte oder miese Geschichten. Also es ist jetzt nicht so stimmungsheben, wenn ich erzähle, keine Ahnung, was für Leute mir beim Weg gelaufen sind. Schade. Leider nicht. Kann so, ich nichts Gutem dienen. Probier hier jetzt mal was. Mal schauen, wie es läuft. Katastrophe. Junge, ey. Und es ist so anstrengend, vernünftige Aufnahmen zu machen, ne? Es ja, ist... Es ist einfach Aster. Macht einfach. Und Salzwerk so, ja, das wird voll schwer und so. Wir haben halt überlegt, so eine Challenge zu spielen oder so. Ja. Ich so, das wird doch kein Problem. Was Aster hat er gemacht? So, nein, voll schwer. We don't do that here. Da war ja was mit X-Brazen und Forlorns. Oh mein Gott. Als wenn. Der hatte aber zwei... der hat vorne abgebaut und hat hinten zwei Nukes dann gebaut. Für sein Mate, damit der jetzt glänzen kann. Er hatte deswegen vorne Hintergrundholz als ja. Streben und diesen Schwächer. Diesen Schwächer als Vordergrund und Schwächer als alles andere. Im Grunde sind sie schwächsten Streben. Ja, das habe ich. Oh, okay, das ist nicht cool. Deswegen hat es den da jetzt so weggelaxt. Das ist noch ein bisschen weird, die Mechanik, aber. Boah, 237, das ist teuer. Ne, das sag ich immer. Ich hab's hier an der Tankstelle. Da muss man so ein Meme einfügen. Mit Salzi an der Tankstelle und so, boah, das ist aber teuer. 237. Oh oh. Ja, goodbye, Cruel World. Ha, Noob. Mr. Stark, I don't feel so good. Der hat anscheinend auch Noobs. Wirkt ein bisschen so. Wirkt mir auch ein bisschen so. Und weißt du, warum ich nicht... Oh, Alter, was ist bei dir los? Junge, ist irgendwas runtergefallen. Ich bin voll. Spielen die Sieb oder so ein Quatsch? Ich krieg jetzt erstmal eine also, volle Breitseite aufgeladene auf Fähigkeit. Der letzte vielleicht noch.
Nein, ich habe kein Aim, Steffen! Das stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Oh, immer dieser ganz subtile Hate. Love it. Sie haben nicht gepaintet. Oh, sie sind wirklich sieb. Ich habe eine, glaube ich, kaputt gemacht, oder? Ja, ja, ja. Und sonst wäre ich auch tot gewesen. Siehste mal. Ja, so nämlich. Oh, scheiße. Ich habe mir gerade meine gesamte Energieproduktion vermasselt. Merke ich gerade. Aber das mit Sieb ist so ein Problem. Bin ich early. Also noch so ein Nuke-Angriff. Also wirklich early, weil noch so ein Ding werde ich nicht überleben. I think, I spider. So 6 Uhr early? Ja, so unnormal early. Okay, das ist ein Howie. Go, Howie. Oh. War okay. Ich habe keine Energy mehr, ne? Es lohnt sich halt einfach nicht zu feuern. Lass ihn was. Boah, roher Schaden von ihm. Junge, gar nichts. Wo sind seine Gunner? Hallo, Gunner! Naja, macht uns das Leben noch zur Hölle, ne? One-Man-Army an der Stelle. Das sehe ich anders. Oh, der tut weh. Okay, pass auf. Ich krieg jetzt noch ein Warthog Plasma ins Gesicht. Boots, Junge! Ja! Wunderbar. Ja, Fail-Runde, ne? Das wurde fast nochmal knapp. Da wird irgendwas hintergeschnitten. Muss ja, weil das ist ein 6-Minuten-Video. Da kann man ja nicht mal Werbung schalten, ne? In diesem Sinne. Bis gleich. Der Junge ist so abgehoben. Wie kann man denn jetzt schon davon ausgehen, dass wir gewinnen? So, da sind wir wieder. Ja, Pro Final is enabled. Warte mal, was steht da? Oh, Junge, ich habe das erste Mal mit Hotkeys-Materialien durchgeschalten, Steffen. Ich bin ja so ein Gamer, so ein Zocker. Holy shit. Das hast du vorher nie gemacht? Nein. Ist dir noch nie aufgefallen? Nee, wirklich noch nicht. Krieg ich da wirklich Kratzer, ey. Ich mach nur Triple Cell, Tech und Geräte. Und jetzt mittlerweile auch Gunner und... Also das bin ich gerade am Üben. Das ist halt echt nicht so leicht reinzukriegen, ne? Vorher war ich immer so, muss ich mal kurz gucken. Eine Woche. Ich sehe es nicht ganz genau. Ja, ja, aber es ist auch unangenehm, ne? Wir wollen jetzt mal unsere anfangs verfolgte Strat verfolgen. Ne? Howie Warthog. Mhm. Aber wenn ich die Mine, die Windturbine da hinten sehe, dann rieche ich doch schon wieder den Sieb Nuke Pick. Und krieg's Kotzen. Warum sind wir nicht mit einer Flak gestartet, Steffen? Das wäre essentiell gewesen, aber naja, let's go. Die brauchen eh eine Weile, bis das Zeug da fertig ist. Das wird schon schmerzhaft. Ich glaube, ich packe auch wegen dem Splash Damage meine Tech lieber hinter den Chor. Das wird sonst arg teuer beim Reparieren. Denk dran, du musst drei. Oh ja, der hat schon 2 Windturbinen, der Mann. Was rede ich denn da? Der ist doch vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Bist du vorbereitet? Sehr. Sehr vorbereitet bin ich. Komm. Energy, please. Ah, vielleicht liegt es an der Note, die ich da eben gekauft habe. Ah, das war dumm. Oh, das war noch dumm. Okay. Da kommen wieder Schwarmraketen, Steffen, oder Nukes. Alarm. Jo. Alarm. Ich gönn mir, ohne Witz, die Stability Tech eben hat mir einfach den Ass gerettet. Da muss jetzt einfach nochmal Stability Tech hier reingezogen werden. Das war einfach so viel wert. Man will ja nicht hier irgendwie early einfach ja, man sich verabschieden. Einfach Genau, nicht early den Salzwerk machen, einfach. Hallo. Länger als 5 Minuten überleben. Oh, die haben Dings. Kreising? Ist aber auch ein schwieriges Wort, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, das war richtig close. Ich habe nämlich Stahl abgebaut. Au, okay. Das war wirklich knapp. Das hätte auch in die Hose gehen können. Hast du schon Upgrade-Sound gehört? Nee. Ich auch nicht. Jetzt. Wie lange dauert das mittlerweile? 90 Sekunden, glaube ich, ne?
Eine Ewigkeit. Yikes. Eine Ewigkeit, ja. Bist du bitter? Da werden Minen abgegradet. Meinst? Oder das hab ich gesehen. Ich seh's. Okay. Mann. Einmal normal, bitte. Danke. Ja, so, ich bin einfach cocky und verkauf das Ding jetzt. Hilft alles nichts. Ist das vielleicht ein bisschen... Ah, das könnte aber funktionieren. Was ist das hier? Machen wir so. Das hier weg. Ich hab Angst, Steffen. Wovor denn? Vor den Gegnern! Junge. Die haben sich eben selber weggeworfen. Ja, eben. Eben, deswegen habe ich Angst vor denen. Ja, exactly. Na, das ist ein wildes Placement hier gerade. Oh je, die sind gleich einfach ready, Steffen, und wir haben gar nichts. Hast du Gunner? Ja. Okay, das ist actually nice. Was machen die, wenn die die Nuke oben hin pennen bei dir? Was machst du? Ich hab drei Flak-Geräte gleich, aber gleich halt erst. Ja, aber der Winkel. Oh, me dead. Die painten, ohne dass man sieht. Ja, das ist so Sieb. Hab ich gehört. Okay, ja, wusste nicht. Hast du doch jetzt wieder so die Sieb-Passive nicht kennst? Ja, ich spiel den Scheiß doch nie. Ja, aber also... Ich spiel nur gute Commander. Ja. Ui, der ist ein bisschen wackelig hier. Hast du das gesehen? Aber da kommt noch eine Salve. Du hast ja noch Gunner, ne? Na, Gunner, please! So, ich bin fertig. Hau dann so ein Howie rüber. Attacke! Putz! Boah, der war richtig schön. Das war nie knapp. Hallo. Doch genug jetzt mit dem Feuer. Oh, löschen, da, löschen, ich brenne. Löschen. Oh ja, da sagst du was. So. Kreissäge weg. Leben weg. Oh, da kommt ein Nuke durch. Die war schmerzhaft. Oh, ist er echt durchgekommen? Ja. Die war auch wirklich schmerzhaft. Mach doch die scheiß Tür auf. Oh, guck es dir an. Oh mein Gott. Pff, Junge, Matrix-Action hier am Stissel, Alter. Junge. Die Howie-Twins nannte man sie. Und guck, lol. Du hast nicht L gedrückt, ne? Ich hab einmal L gedrückt. Ja, okay. Ah, funny. L drücken? Nee, einmal eigentlich nur. Ich habe einmal L gedrückt, der hat einfach nur alle Sachen in meiner Base verkauft. Lol. Okay, bei mir hat er alles, alle Streben oder ich weiß gar nicht, was er verkauft hat, aber Sachen. Egal, in diesem Sinne. Schaut bei Steffen vorbei, schaut bei Aska vorbei und auf Twitch und überhaupt und so und kommt auf Discord und passt auf eure Seele auf und sowas alles, ne? Das Übliche halt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.